Yo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Du weißt, ich bin ein großer Freund vom passiven Einkommen, das heißt Geld, was man wirklich verdienen kann, ohne dass man aktiv investiert, was man auch wirklich im Schlaf verdienen kann. Gemäß dem Zitat von Warren Buffett, dem erfolgreichsten Aktienhelden, so möchte ich ihn nennen, den es hier gegeben hat, eine lebende Legende, der sagte, wenn du keine Möglichkeit hast, im Schlaf Geld zu verdienen, wirst du arbeiten, bis du stirbst. Und das ist richtig. Wir haben Glück, wir sind gesegnet und das dürfen wir nie vergessen. Mit unserem Handy, mit dem Laptop, den wir nebendran laufen haben, können wir rund um die Uhr Geld verdienen. Es sind meistens nur Centbeträge, aber durch die Vielzahl der Apps können wir wirklich bares Geld verdienen, bis hin zum eigenen, eigenständigen Leben davon. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die stelle ich dir peu à peu vor. Du kannst passiv verdienen durch Kommission von Broker oder Wallets. Du hast die Möglichkeit, dass du dir Videos angucken kannst und verdienen kannst. Du kannst minen, staken, du kannst voten. Du hast die Möglichkeit, dass du spielen kannst und verdienen. Du kannst Umfragen teilnehmen. Du hast die Möglichkeit, kostenlose Gewinnspiele zu bekommen. Du kannst sogar im Schlaf mit Apps Geld verdienen. Du hast unfassbar viele Möglichkeiten, wie NFTs generieren, um die NFTs zu verkaufen. Du kannst Geld einnehmen, dass auf deiner Plattform Werbung geschalten werden und. Die Möglichkeiten, die sind so unerschöpflich und es werden Tag für Tag mehr. Für mich persönlich ist Move to Earn eines der spannendsten Projekte. Move to Earn, das heißt, du bewegst dich und verdienst da was. Meistens Krypto-Token, manchmal auch bares Geld. Es gibt von Move to Earn 20, 30, 50 interessante, spannende Projekte, die auch auszahlen. Die werde ich peu à peu testen. Du weißt, bis Ende 2025 ist es mein Ziel, passiv 10.000 Euro im Monat einzunehmen mit diesen Apps. Das ist ein langer Weg. Da brauchst du auch hunderte oder tausende Apps, die im Hintergrund laufen. Idee ist es natürlich, Handy-Apps zu suchen, wo man nicht obligatorisch auf dem Handy haben muss. Zum Beispiel Mining-Apps, die auch laufen, wenn man sein Handy ausgeschalten hat für einen Monat. Oder auf dem Laptop im Hintergrund laufen hat, wo man dann wirklich die Möglichkeit hat, bare Münze mitzunehmen. Ich stelle dir jetzt mal eine neue vor, das ist Vword. Du kennst natürlich Sweatcoin mit der Sweatwallet, das spielt ein großes Thema auf dem Kanal. Aminomove, was ich spannend finde, kennst du auch. Vword stelle ich dir jetzt vor, andere werden kommen, so viel kann ich dir verraten, deswegen lohnt es sich, den Kanal zu abonnieren und auch im Telegram-Kanal vorbeizugucken, der unten verlinkt ist in der Videobeschreibung. Und da kann ich dir sagen, eins, Vword ist anders, weil Vword gibt dir die Möglichkeit, dass du passiv Geld verdienen kannst, indem du läufst und die Betonung liegt Geld verdienen. Geld. Das heißt, du bekommst wirklich dein Geld, wenn du willst, ausgezahlt auf PayPal, direkt auf dein, du kannst es über PayPal machen, aber sogar direkt auf dein Konto ohne Abzüge. Gucken wir uns gleich mal an. Hier prinzipiell hast du die Möglichkeit, am Tag bis zu 20.000 Schritte anrechnen zu lassen und du bekommst Ws. Ws stehen für Words und das ist ziemlich cool, wie ich finde, denn 25 Words am Tag sind 750 am Monat und nach vier Monaten hättest du durchlaufen, wenn du jeden Tag 20.000 Schritte läufst, eben deine Anzahl von 3.000 Words, die du dir auszahlen lassen kannst. Einziger Wermutstropfen, wie ich finde, die Schritte werden nicht automatisch gut geschrieben. Du musst einmal am Tag idealerweise vorm Schlafen gehen, deine Schritte bestätigen, dann werden diese erst gut geschrieben. Das ist ein bisschen schade, weil so gesehen ist es ja nicht 100% passiv, sondern immer nur ein Klick davon entfernt. Aber jetzt kommt die super gute Nachricht, du hast auch weitere Möglichkeiten, wie du Words verdienen kannst. Einmal Play to Earn, du kannst hier Spiele spielen oder einfach nur runterladen, kleine Aufgaben machen und kannst hier wirklich nebenbei was verdienen. Das lohnt sich vor allem für die, die sagen, hey, ich bin gerade im Zug oder ich habe gerade auf mexikanischen Straßen gegessen und habe jetzt die Montezumas Rache und verbringst dann einen halben Tag auf dem Klo, dann kannst du natürlich auch spielen, dann ist es ein netter Zeitvertreib. Ja, für alle, die pendeln oder die einen langweiligen Bürojob haben und davon träumen, aus dem sogenannten Hamsterrad zu entfliehen, können natürlich hier nebenbei ein paar Words machen. Spielen und drehen, ja, da empfehle ich dir natürlich, wenn du sowas machst, immer nur die kostenlose Variante, niemals eigenes Geld einsetzen. Ich denke, das ist logisch, du willst ja verdienen und du willst dir nicht ausgeben. Spiele und Umfragen und Leute einladen. Hier zum Beispiel, wenn ich dich einlade, bekomme ich 50 Words. Du profitierst natürlich auch, indem du einen Willkommensbonus bekommst, auch einige Words, die dir eben helfen, schneller deiner ersten Auszahlung entgegenzukommen. Jetzt geht es weitere Möglichkeiten. Du hast hier unter anderem die Möglichkeit, auch Cashback
Feedback zu bekommen. Nike, Look Fantastic, My Protein, ich weiß nicht, was es noch gibt. Ich persönlich habe Erfahrungen gemacht, damals gab es das mit Booking, vielleicht gibt es das immer noch. Und bei Booking.com ist natürlich deswegen cool, weil ich als Weltreisender gerade davon profitiere, wenn ich mir bei Booking was buche. Sagen wir, ich hole mir jetzt eine Buchung für 100 Euro, ein paar Nächte, dann kriege ich eben hier 6 mal 100, also hier 600 Worts zurück, und das ist natürlich ein nettes Geschenk. Ansonsten sind die Challenges hier wichtig, gerade am Anfang noch relativ einfach. Da steht, was du machen musst. Ich sage dir jetzt ein Beispiel: Wenn du jetzt hier 5 Umfragen machst, bekommst du 25 Worts geschenkt. Oder wenn du hier in einer Woche 150.000 Schritte läufst, dann hast du die Möglichkeit, 50 Worts zu bekommen. Und wenn du die Challenges erledigt hast, gibt es neue Challenges, die du machen kannst, um noch mehr zu verdienen. Ansonsten, was ich spannend finde bei dieser App, ist eben die Auszahlung. Du kannst es direkt auf dein Konto bekommen, habe ich ein paar Mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Was ich sehr wertschätze an dieser Seite ist, dass du keine Abzüge hast, wie bei anderen Plattformen. Das heißt, 15 Euro sind 15 Euro und nicht irgendwie versteckt, ja, aber noch minus 30% Kommission, die sich Wort mit einem Grinsen im Gesicht einstreicht. Nee, hier nicht. Was Neues kannte ich noch nicht. Es gibt auch weitere Möglichkeiten. Frag mich nicht, warum, was da der Unterschied ist, dass man hier auch für 2.900 auszahlen. Problem gelöst. Wenn du Premium bist, dann kannst du für 2.900 auszahlen. Das heißt, du würdest dann einmal im Monat einen kleinen Eurobetrag bezahlen, um auszuzahlen. Ob sich das jetzt rentiert oder nicht, das musst du natürlich für dich beantworten. Das kann ich dir pauschal so gar nicht sagen. Je nachdem, wie viel du damit verdienst. Ich weiß, es gibt einige, die viel spielen, die viel machen, die können damit durchaus im Monat mehrere hundert Euro verdienen, aber da musst du viel laufen, viel spielen und viele Leute einladen. Rein nur um passiv damit was einzunehmen, ist es wahrscheinlich eher im Monat so ein Betrag von 5 bis 10 Euro realistisch. Ja, ansonsten kannst du auch hier am Ende dann, das ist ziemlich geil, für 29.000 Worts 150 Euro einstreichen. Also definitiv was, wo man nebenbei en passant im wahrsten Sinne ein paar Flocken einstreichen kann. Ansonsten gibt es Gewinnspiele, da kannst du auch teilnehmen und hast die Möglichkeit zu gewinnen. Oder was ich sehr schätze, ist, da nicht nur an dich denken, auch gerne mal an andere denken, Kinderherzprojekte oder dass man Kinder, Menschen mit Behinderungen schützt, viel in Afrika, da wird viel gemacht. Also das ist ein französisches Unternehmen, das sich wirklich sehr, sehr, sehr viel um andere Dinge auch kümmert, also um Soziales, was ich geil finde. Also laufen und sozial sich engagieren. Hast die Möglichkeit, Geschenkkarten zu nehmen und so weiter und so fort. Also es gibt hier einiges, was man machen kann. Ja, ich will es gar nicht unnötig länger machen, als ich es machen müsste. Deswegen mache ich hier einen Cut. Will ich nochmal daran erinnern, dass hier auf meinem Telegram-Kanal natürlich nochmal alles Wichtige zusammengefasst ist. Das sind die passive Einnahmen durch Krypto, so habe ich es genannt. Lass dich jetzt nicht wegen Krypto lumpen. Es gibt dann auch andere Möglichkeiten, ohne Krypto wie jetzt Vivor zu verdienen. Es gibt auch PayPal, aber ich stelle dir auch mal Projekte vor, wo du eigenes Geld investieren kannst, um dann eben zu investieren. Da werde ich aber immer einen Gefahrenhinweis ausstrahlen. Das heißt, wenn eigenes Geld investiert wird, kann man natürlich auch immer verlieren, aber ich denke, ein guter Investor, der weiß das natürlich und kennt die Risiken wie die Hemden oder wie seine Westentasche. Ja, und in diesem Sinne, ich wünsche dir was, bleib gesund, komm gerne öfter bei dem Kanal vorbei, denn ich befinde mich gerade noch am Anfang der Reise, merkst aber jetzt schon, dass es lohnt. Durch die ganzen wenigen Plattformen, die ich erst habe, kann man aber durchaus jetzt schon am Tag vorneweg 5 bis 10 Euro mitnehmen, wenn nicht sogar deutlich mehr. Also das ist definitiv spannend und ist natürlich tagtäglich schwankend.